Herr Präsident, meine Damen und Herren, was gut ist an den Anträgen der Grünen, ist, dass das Thema Wirtschaftsverkehr wieder aufgerufen wird, weil wir seit dem Wirtschaftsverkehrskonzept von 2005 keine Aktualisierung dieses Konzeptes haben. Und wenn wir darüber reden, dass wir die Stadt CO2-frei machen wollen, dass wir Klimaneutralität erreichen wollen, und wir wollen, dass wir Autoverkehr zurückdrängen wollen, müssen wir auch ganz zentral über das Thema Wirtschaftsverkehr reden und brauchen ein neues Konzept für den Wirtschaftsverkehr. Nun zu den Anträgen im Einzelnen. Wenn vorgeschlagen wird, dass wir Pilotprojekte für die City-Logistik entwickeln sollen und ausschreiben sollen, einen Wettbewerb entwickeln sollen, will ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass wir im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität 5 Projekte gegenwärtig haben, die sich mit dem Güterverkehr beschäftigen. Unter anderem das Projekt Dislok, wo es geht um die Erprobung elektrischer und hybrider angetriebener Nutzfahrzeuge für den innerstädtischen Güterverkehr, einschließlich von E-Bikes und E-Lastenfahrrädern, mit der Zielsetzung, dort ein Logistikkonzept zu entwickeln, das auf andere Standorte und auf unterschiedliche Branchen übertragen werden kann. Ich würde es für sinnvoll halten, erstmal eine Auswertung dieser Projekte, wenn ich es richtig im Kopf habe, soll das Projekt 2016 abgeschlossen werden, eine Auswertung dieser Projekte vorzunehmen, zu gucken, was kann übertragen werden und dann auch an eine Umsetzung zu gehen, wenn hier eine Übertragbarkeit gewährleistet wird. Zweites. Ich glaube, dass das auch eingebettet sein muss in ein integriertes, eine Neuauflage des Wirtschaftsverkehrskonzepts. Wir diskutieren gegenwärtig über eine Neuauflage des Stadtentwicklungsplans Verkehr. Ich glaube, dass hier ganz zentral das Thema Neuorganisation des Wirtschaftsverkehrs, Logistikkonzept und in dem Zusammenhang auch das Thema Elektromobilität und Lastenfahrräder eine zentrale Stellung haben muss. Aber wir müssen das in ein Gesamtkonzept integrieren. Und das Problem, das ich sehe bei den Anträgen der Grünen, ist, dass sie einzelne Aspekte rausgreifen, ohne dass wir gegenwärtig über ein Gesamtkonzept diskutieren. Und deshalb mein Vorschlag, lassen Sie uns gemeinsam die Modellprojekte im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität auswerten und dann Konsequenzen ziehen und im Rahmen der Diskussion über den Stadtentwicklungsplan Verkehr auch ein integriertes Konzept entwickeln. Was ich richtig finde, ist die kritische Anmerkung zur Kaufprämie für Elektroautos. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Ich glaube, das Geld wäre besser eingesetzt, zum Beispiel für die Elektrifizierung noch nicht elektrifizierter Bahnstrecken oder für den Ausbau der Straßenbahn. Das wäre eine Form von Elektromobilität, die allen nutzen würde und nicht nur diejenigen privilegiert, die meinen, sie wollen sich ein schickes und hippes Elektromobil als Zweitwagen anschaffen. Öffentlicher Fuhrpark, Elektromobil umstellen, ist das, was wir auch als Ziel auch teilen. Was allerdings eine Kaufprämie in Höhe von 1.000 Euro für Elektrolastenfahrräder bringen soll, die gegenwärtig ca. 6.000 Euro kosten, dann kann sich der Fahrradkurier das Lastenrad auch nicht leisten, sondern ich glaube, man muss das insgesamt von der Gesamtkonzeption diskutieren. Auch die Frage, muss eine Infrastruktur aufgebaut werden, damit wir da insgesamt einen Treif reinkriegen. Also insofern sollten wir das im Ausschuss intensiv diskutieren, auch mal gucken, was sind bisher mögliche Zwischenergebnisse aus den Projekten im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität. Aber abstimmen würden wir das heute noch nicht, sondern sagen, das muss im Ausschuss genauer diskutiert werden.